Hey Leute, willkommen zurück zu The Crow's Eye. Wir sind durch das Rätsel hier. Es war eine kleine Sprungpassage, war jetzt aber nicht weiter wild. Und jetzt fahren wir den furzenden Aufzug nach oben. Warum ist ja alles so baufällig, sag mal? Oh, das ist schon das nächste Kapitel. Naja, gut, dann Prost, ne? In der letzten Ansage hat William uns gesagt, oh, die Katakomben, es wird immer geiler. Hat William uns gesagt, liebe Dr. Holdwick, meine ich natürlich, dieser verrückte Kauz, dass wir ihm dabei helfen sollen, seine Ziele zu erreichen. Dr. William Holdwick has asked me to take his place for a while. What? I think it's important that I duly introduce myself. Kenn ich schon. My name is Evelyn O'Donnell. What's your name? Und deine Mutter, die verschwunden ist. Not answering is also an option. But I'd rather you did answer. This attitude will get you nowhere. Ich glaube nicht, dass sie ein nettes Kind ist. Wir haben ja schon gehört, dass sie auch so ein bisschen absolut keine Moral zeigt bei ihren wissenschaftlichen Untersuchungen. Matthias Garcia Heraldo. Offene Hirnstimulation. Ich kann tanzen. Nein, nicht tanzen, nicht. Okay. Ich bin wütend. Warum bist du wütend? Weiß ich nicht. Meine Eltern sind zu Hause. Ja, deine Eltern sind zu Hause. Sie machen sich sicher Sorgen. Wir verstehen das nicht. Was ist denn? Sie machen sich Sorgen um mich. Ich sollte zu Hause sein. Wir haben mit ihnen gesprochen. Sie lieben dich sehr. Sie lieben mich wirklich sehr. Ja, sie lieben dich. Was sagst du? Lachst du etwa? Ja. Ist was lustig? Ja. Was denn? Ich weiß nicht. Was fühlst du gerade? Lachst du schon wieder? Nein. Sag uns was. Was denn? Was immer du willst. Hast du ein Haustier? Ja, hab ich. Was ist sein Name? Willy. Der ist der Beste. Ist Willy ein Hund? Ja. Hunde sind sehr gute Freunde. Ja. Magst du gerne zur Riverside gehen? Oder möchtest du nicht zur Riverside gehen? Ja. Warum? Möchtest du? Was siehst du denn da? Lollipops. Was sonst? Hasen, Eichhörnchen. Und was sonst? Schnecken. Schnecken, Drachen, Salamander. Ja, wir hören hier auf. Was hatte das für einen Sinn? Das ist, glaube ich, kein Junge gewesen. Das war mehr ein erwachsener Mann, oder? Ja. Jemand, den sie einfach lobotomisiert haben, der ist dann ein bisschen stecken geblieben. I'm sure you've realized this by now. William is a genius. Nein, der ist krank. He's the mastermind of all of this. He's the brain. The brain keeps the structure together. Without the brain, everything's out of control. People like him have made a difference in history. And in many occasions, they haven't even received the acknowledgement that they deserve. A good way to acknowledge what he's done could be collaborating. Ich soll kollaborieren mit ihm, ja? Sie ist ernsthaft der Meinung, das ist ein guter Mensch. Also kein guter Mensch, sie hat nichts davon gesagt, aber... Sie ist ernsthaft der Meinung, wir sollen mit ihm zusammenarbeiten, weil das wäre die beste Möglichkeit. Nein, die beste Möglichkeit ist, ihm den Schädel einzuschlagen und hier rauszukommen irgendwie, dass wir am Leben bleiben. Und sie schicken wir am besten gleich hinterher. Den Abfluss runter, weil leider hat sie sich zu einem sehr schlechten Menschen entwickelt, würde ich mal sagen. Aber gut, sie hat ihre Eltern mit 15 verloren, das ist wahrscheinlich auch nicht schön. Vermute ich. Trotzdem hätte sie sich niemals mit Holdwick einlassen sollen. Ich dachte, sie wäre eine Chimäre geworden. Ist das jetzt alles so eine Metapher gewesen? Wahrscheinlich ist sie einfach nur ein bisschen durchgedreht und, ja, Chimäre. Wer weiß. Was haben wir hier? Der Executioner. Die Hinrichtung. Als die Morgenschatten wichen, ging der Henker weg mit ihnen. Du kannst es einfach nehmen und einen fürchterlichen Tod vermeiden. Die Schatten, bla bla bla, the Executioner chased the girl. Haha, habe ich schnell vorgelesen, ne? Okay, also es war wohl ein Gedicht, sowas in der Art. Oder Poesie. Ich habe nichts übrig für Poesie. Ehrlich, nicht so wirklich. Okay. Immer diese Luftschächte, Mann. Ich mag das nicht. Da kommt irgendwann was und springt mich an. Ich warte nur auf die Headcrabs.
Na gut, jetzt bin ich hier drin. Also gut, eine habe ich schon mal. Hey, jetzt komm schon. Achso, schieben. Vielleicht kann man da auch mal machen. Schieben. So. Nee, warte, das war hier. War aber zwei Kisten, glaube ich. So. Ah, seht ihr mal, jetzt haben wir hier eine Plattform. Muss da. Nö. What? Okay, nein. Nee, nee. Ich komme da nicht rauf. Autsch. Was war das denn? Wurde ich eben getroffen? Wenn ich mich da irgendwo abstellen könnte, ne? Aber ich glaube wirklich, ich brauche zwei Plattformen davon. Mhm. So klappt's, aber so komme ich hier nicht rauf. Ich brauche nur eine zweite Kiste. Ich glaube nicht, dass ich sonst hier weiterkomme. Ist hier irgendwo noch was versteckt? Nee, ich glaube nicht. Kann das mit einer Kiste funktionieren? Es wird ein bisschen fummelig, aber rein theoretisch, da hat irgendwas geblinkt. Nein? Okay. Ich habe auch keine Abzweigung verpasst, soweit ich das gesehen habe. Tja. Nee, hier ist einfach kein Block. Hier ist kein zweiter Block mehr. Ich ja irgendwo kurz Halt hätte. Oh, na toll. Mhm. Das musste irgendwie. Nee. Kann ich denn. Ich meine, ja, das ginge, wenn ich jetzt hier die Plattform aktivieren könnte. Wäre ich das vielleicht mit Adrenalin? Oh, nee. Also man hört es nicht, aber die sind schon umgeklappt, wenn ich das mache. Naja. Okay, ich kriege das hin. Wie mache ich das? Geht das mit Tricksen oder muss ich wirklich einen zweiten Block finden? Nee, das ist schon. Mist. Es geht aber mit Adrenalin theoretisch, oder? Es geht theoretisch. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Kacke. Evelyn, du blöde Kuh, sag mir mal, wo ich jetzt hier einen zweiten Block herkriege. Ist ja unglaublich. Mädchen. Du willst dich um mich kümmern und machst dir so einen Vierlefanz. Ich glaube ja nicht, dass hier oben noch einer ist, aber ich will noch mal ganz kurz schauen, vielleicht. Nee, der Aufzug geht auch nicht. Hm. On the other side. So. Wir gehen nochmal schauen. Da muss doch irgendwas sein. Ich sehe halt auch nichts in den Zellen, aber die Zellen sind sowieso alle zu. Man sieht ja, dass keine Türen eingezeichnet sind. Also kann hier gar nichts sein, oder?
Rein theoretisch. Ach, hier. Schau mal an. Oh, wow. Ja, wieder ist wohl richtig suchen, dann findest du auch. Das habe ich jetzt... Das wäre ein bisschen unlogisch. Die ganze Zeit ist das Spiel eigentlich so konzipiert, dass man immer Sachen finden muss. Und jetzt kann ich so nicht einfach dann so rumtricksen, ne? Habe ich gedacht. Nee, nee. Nein. Na toll. Gut. Ist da noch was? Nö. Okay, okay. Oder noch? Komm nicht mal über die Kisten hier drüber, so hoch kann er nicht springen. Oh, wer ist das denn? Are you new in the organization? Wir sind das erste Mal eine menschliche Person oder sowas? I've seen you in the hole before. My name is Hans Delacroix. What? You don't belong here? And what are you doing? How did you get in here? Das weiß ich gar nicht. It's been 20 years since I last saw a new face or had a conversation. Has anything changed outside? Look, I don't think you should be in here with me. I don't want you to get in trouble because of me, buddy. During the last 30 years, I've been working under Dr. William Holtwick's orders. What did you say? There's nobody outside. So who's been bringing me food all this time? All right. If you get me out of here, I'll give you one of the batteries you need to use the elevator and get out of here. Armer Irrer. Es blockt from the other side. Ach so, da will er ja gar nicht raus, ha? Boah, Leute, ich verstehe es nicht. Was hat er mit dem gemacht? Und Delacroix, vor dem haben wir noch gar nichts gehört bisher. Das ist alles hier. Widerlich. Widerlicher Kerl, der William. Und ich dachte, der Typ, der hat für ihn gearbeitet, ja? Und hat ihn dann eingesperrt und eine Maske aufgesetzt. War der vielleicht noch ein bisschen verstümmelt? Dass er jetzt gar nicht mehr auf die Idee kommt, hier abzuhauen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, da ist eine... Ah, da kann ich die Leiter einsetzen. Aber, ich wollte gerade mal hier gucken, aber da ist nichts mehr zu finden. Ah, toll. Ich sage mal, so viele Möglichkeiten zur Erkundung hat man hier gar nicht. Also man muss halt immer die Wege gehen und dann ist gut. Mehr gibt's halt nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Desto weniger muss man halt blöd rumlaufen und weiß nicht, wo es lang geht. And I'm highly qualified to do this job. So I'd like for you to treat me like you treat him. It pisses me off, you mocking me like that. You can answer me, at least. Warum soll ich hier antworten? Ich hab den Doktor... Ja, genau das. Ich hab ihm auch nicht geantwortet. What? Pathfinder, was steht da? Premonition. Das ist ja schön. Ja, Evelyn, das ist dein Problem. Nur weil du so eine charakterlich ekelhafte Person bist. Ist sie übrigens wirklich, ja. Oh. Oh. Sag mal. Ich sag, die haben hier alles. Alles. Irgendwie mechanisch. Alles. Bevor sie die Technik auch ist, die haben immer irgendwas hier gebaut, was einen weiterbringt oder auch nicht. Oh Gott. Da muss ich mit Adrenalin arbeiten. Ich sehe das. Ja, es wird schon ein bisschen fieser, aber ich finde, wie gesagt, ich finde diese Puzzle-Plattformer eigentlich auch nicht schlecht. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Horror versprochen. Aber ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ganz und gar nicht. Es ist halt nur, ich hätte nicht mit so einer Erwartungshaltung rangehen sollen. Ne?
Komm, Abgang. Oh, nicht runterfallen. Na komm schon. Oh oh, was? Die brauche ich ja gar nicht. Das ist ja lame. Und jetzt? Achso, ich wollte schon sagen, da kann ich jetzt nicht rüberspringen, oder? Das ist ein bisschen zu weit. Kriege ich hier noch Tinte, bitte? Ein bisschen Tinte auf meinen Füller. Das ist keine Ink. Ich kann auch kein Glas zerschmeißen. Das finde ich jetzt echt frustrierend. Doch. Oh, kein Glas zerschmeißen. Das ist immer sehr, sehr befriedigend. Noch mehr? Nein. Oh! Er ist frei. Der Croix ist frei, aber ich glaube nicht, dass es... Ist es was Gutes, dass ich ihn befreit habe? Oder ist es vielleicht eher so ein Fluch? Ist da drüben? Oh Gott. Dann gibt es ja gar keine Karte, hä? Huh? Tausende Toiletten zum Durchsuchen, aber leider ist nie was da drin. Aber mal ehrlich, was... Oh Gott, die bricht bestimmt... Oh Gott. Was hofft man sich auch an der Toilette zu finden, oder? Oh, Repel. Oh, sehr schön. Und weiter. Eieiei. Guck mal, wie er sich da nochmal klein macht, obwohl es erst so aussieht, als würde er es nicht schaffen. Wow, wow. Alles klar. Ich glaube, mit einem Gamepad hätte ich hier schon längst versagt. Mit Maustastatur. Perfekt. Perfekt. I didn't think you'd get here in one piece. Siehst du mal, it looks bitch. Like you're willing to get to the bottom of this. Huh. It's a pity it's me here, not Holdwick. What are you looking for? Couldn't it possibly be a battery? In all honesty, I hope you'll never get out of here. And I'll make sure you won't. Be very careful. Das habe ich mir schon gedacht, Evelyn, du Miststück. William ist ja einfach nur verrückt, aber du bist bösartig verrückt. Ja, ja. Sie ist halt leider ein bisschen verdorben. Kann man aber auch echt nachvollziehen, habe ich ja schon gesagt. Oh, er ist weg. Nicht, dass er uns jetzt hier einsperrt. When I said I'd make sure you wouldn't get out of here, I didn't mean that you'd continue with what you were doing up to now. Repeating the same process over and over and over again. Your life is weak. It's hanging by a thread. I can finish it off whenever I please. Perhaps I'd even be doing you a favor. Nein. Du befriedigst damit nur deine perversen Gelüste, au. Ich hasse Evelyn. Ich mag sie jetzt schon nicht. Die ist so unheimlich. Die ist auf jeden Fall schlimmer als Holdwick. Holdwick, wie gesagt, ist einfach nur der blanke Wahnsinn. Der ist offenkundig verrückt. You won't find any answers. There's none. I'm back! Ich freue mich fast schon. Have you been good? Nee, oh, doch nicht. My, I see you're hurt. Nein. When we meet, I trust you'll be in shape. Mir geht's super, William. Kein Problem. Kommst du denn darauf? Evelyn hat mir nichts getan. Warte mal. Kann ich doch den Aufzug nicht benutzen jetzt? Vielleicht muss ich die Batterie anderswo einsetzen. Ja, klar. Wäre ein bisschen seltsam, wenn ich die direkt am Aufzug einsetzen könnte. Habe ich hier eine Karte oder ist hier einfach keine Karte? Was haben wir denn da? Kansas. I don't know what I'm doing. Making a recording makes no sense anymore. This is the last one I'll make. I'm sure I've done the right thing. He'll probably convince Ben,
just as he's convinced me. There's nothing left to do for my part. What? Okay. Evelyn. Weißt du, warum du hier bist? Oh, sie hat mit Ben gesprochen. Ich weiß nicht, warum du mich immer dasselbe fragst. Erwartest du eine andere Antwort? Es geht ums Protokoll. Wie fühlst du dich? Mein Retina tut... Also meine Augen schmerzen. Ich... Was? Ich fühle die Punktierung alle paar Sekunden. Und ich bekomme heiße... Wie so heiße Blitze. Ja. Soll ich weitermachen? Hast du deine Medizin genommen? Wenn du meinst, dieses bittere grüne Zeug, das du mir jeden Tag gibst, dann ja. Du hast mich gezwungen, es zu nehmen. Und welcher Tag ist heute? Ich weiß nicht mal, ob es Tag oder Nacht ist. Es ist ein Jahr, seit du hergekommen bist. Du bist schon mit uns seit einem Jahr. Oh, wow. Wegen des Fehlschlags der vorherigen Tests werden wir etwas Neues ausprobieren. Ich weiß nicht, warum du mir das sagst. Ich will gehen. Du weißt das, oder? Du kannst nicht gehen. Bitte. Die folgenden Experimente werden sich auf deinen Kopf konzentrieren. Ich werde niemandem ein Wort sagen. Wenn du versprichst zu kooperieren, dann werde ich dir gewisse Privilegien zusprechen. Ich will keine Privilegien, ich will gehen. Ich kann dir nicht helfen, du weißt das. Wie bist du nur so wie hat es nur so mit dir geendet? Fühlst du etwa kein Bedauern? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Wie hältst du das nur aus? Wie alt bist du? 19. Aber du bist doch ein Kind. Und wer bist du, dass du mich nach meinem Alter richtest? Das Mädchen ist diejenige, die die Tests durchführt. Und ich stelle hier die Fragen. Oh Gott, mit 19 war die schon so krass drauf. Was für ein krankes Miststück. Ganz ehrlich, egal was sie für eine Kindheit hatte, aber das ist einfach nur arschig, das ist krank. Keine Skrupel hier, gar nichts, oder wie? Boah, ich hoffe, die gehen noch drauf, die beiden, ne? William und Evelyn. Also, bei ihr ist eh alles zu spät, glaube ich. Da ist Hopfen und Malz verloren. Oh, was sagt denn die Zeit? Ich muss aufhören. Was heißt ich muss? Aber ich werde. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Es geht bald weiter mit The Crow's Eye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.